herzlichen Glückwunsch zur Qualifikation nach Paris. Es ist vielleicht kurz zusammengefasst, aber es war eine lange Qualifikationsphase. Laura, erstmal in deinen Worten, wie schwer war es diesmal? Soll ich das einfach nehmen? Das ist ein Roman, kann ich jetzt erzählen. Ah, ist schon eine harte Nummer gewesen. Also es ist auch tatsächlich das erste Mal für mich gewesen, dass es bis zum Ende, bis zum letzten Turnier zählt. Und man wirklich bis zum letzten Turnier einfach die Bühne anhaben muss. Und das ist schon, die war zum Schluss sehr matschig. Aber ich bin umso froher, dass wir einfach zusammen das hingekriegt haben, wirklich am Ende des Tages dann wirklich das entscheidende Spiel nochmal gehabt zu haben und den Deckel drauf gemacht zu haben. Weil abwarten jetzt und gucken, ob nun wer gewinnt oder nicht, ist immer blöde. Und deswegen war es schön, dass wir die Kontrolle zum Schluss noch behalten durften. Und, ja. Luisa, wie war es für dich an der Seite einer erfahrenen Olympionikin, ganz neu anzufangen im Beach und dann diese Dramatik zu haben und am Ende zu gewinnen? Ja, also ich glaube, ohne Laura wäre das für mich überhaupt nicht möglich gewesen, weil eine muss ja den kühlen Kopf bewahren und mit der Erfahrung glänzen. Schön, dass ihr erfahren, das Wort benutzt und nicht alt. Ja, das würde ich schon nie machen. Und ja, es fühlt sich schön an, also dass wir das jetzt haben. Es fühlt sich schön an, es fühlt sich sau anstrengend und auch jetzt gerade noch müde an, aber eigentlich einfach nur schön. Laura, nimm uns jetzt mal mit auf die nächsten Wochen und vielleicht auch Luisa mit. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt hat man es geschafft. Jetzt geht man heim und schläft dann bis Paris oder was passiert? Also wir werden auf jeden Fall die nächste Woche erstmal frei haben. Das ist, mehr habe ich nicht gehört, was unser Trainer danach gesagt hat. Ich habe nur frei gehört und das ist erstmal das, was zählt. Das haben einfach nie weiter zugehört. Nee, als ich diesmal gelassen haben. Wir versuchen jetzt hier das Turnier noch alles mit rauszunehmen. Wir haben gerade verloren und zwei Spielleute verloren. Deswegen ist heute noch schwieriger, gerade so einen Feierabend zu genießen. Ich hoffe, wir sind weiter noch und können morgen nochmal ein Spiel mitnehmen, sodass wir einfach, mit gutem Gewissen und viel Erfahrung in Urlaub gehen können für eine Woche. Und danach werden wir weiter trainieren. Und dann kommen auch noch zwei Turniere in Gstaad und Wien. Und dann steht auch, glaube ich, schon Paris an. Ja. Also ist gar nicht mehr so lang. Luisa, erzähl uns noch mal kurz, ihr habt ja auch ein, zwei Trainer gewechselt und jetzt zu Ende auch deine Position auf dem Spielfeld gewechselt. Wie war diese Umstellung und wie wichtig war es da, dem Prozess zu vertrauen? Sehr gute Wörter. Wichtig. Dankeschön. Ja, also die Umstellung ist wahnsinnig hart und das hat sehr, sehr viel intensive Arbeit bedarf und ganz viel Unterstützung von den Trainern, von Laura, von unserem ganzen Staff in den anderthalb, zwei Jahren auf dem Weg. Und nach wie vor ist es halt noch nicht abgeschlossen. Also es sind einfach zwei verschiedene Sportarten. Und es gehört halt super viel einfach noch dazu, also weiterhin das zu lernen und umzustellen und Also ich probiere mich jetzt ja auch in der Abwehr. Also man muss noch mal dazu deutlich sagen, was auch Luisa gerade gesagt hat, anderthalb, zwei Jahre, da muss man sich auch erstmal finden. Wir kannten uns vorher null, also wirklich ich, ja. Ich kannte dich schon. Nein, aber wir kannten uns aus dem Fernsehen. Von außerhalb kannten wir uns, aber du kanntest mich nicht so, ja, ne? Hast du anders erwartet. Aber das ist so dieses erstmal kennenlernen und manche haben drei, vier, fünf Jahre oder auch noch länger und jetzt in dieser kurzen, knappen Zeit und mit dem Druck, dass ich erstmal kennenlernen, rauszufinden, was wir brauchen, wie wir überhaupt funktionieren können, wie wir uns supporten können, wie sie überhaupt sich im Beachvolleyball, im Bikini wohlfühlt. Also da sind einfach so viele Faktoren dazu gewesen, dass da auch viele, es war mutig, dass wir Veränderungen angegangen sind, wenn wir nicht mehr weiter wussten oder beziehungsweise einfach wieder anpassen mussten und den Mut einfach hatten, in dieser kurzen Zeit das zu machen. Und deswegen bin ich einfach nur stolz darauf, dass wir da die Offenheit auch haben, zum Glück, weil wir uns dann doch leider sehr gut verstehen. Und in einem Satz von beiden, was bedeutet Olympia für jeden Einzelnen von euch? War ein ganz großer Traum und also Anni hat gesagt, ganz groß die Qualifikation und dann ist jetzt vielleicht ein bisschen zu schmalzig hier in die Kamera, habe ich gesagt, ganz groß neben der Größten. Aber es ist schön, meine ersten Olympischen Spiele neben Laura. Das ist schon... Erste Olympische Spiele, sagen wir mal. Und für dich, alten Hasen, Laura? Für dich nichts mehr neu. Ja, doch. Hasen. Ja, echt krass. Also ich meine, jetzt auch, wo man die Zahl 5 ins Wort nimmt oder in den Mund nimmt und ich das höre, dann fühle ich mich schon extremst alt. Aber es ist schön einfach, dass so viele
Phasen mitnehmen durfte und Zyklen mitnehmen durfte und jetzt auch noch mit Luisa. Das macht einfach, ja, macht mich einfach stolz. Also, ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich sage nur noch herzlichen Glückwunsch und alles Gute für Paris und natürlich auch das Turnier hier. Danke euch. Danke, Nils.